Heute mache ich Sattmacher Kartoffelpuffer oder für 4 Punkte auch Reibekuchen genannt. Zuerst gebe ich dafür 260 Gramm geschälte Kartoffeln in den Mixtopf, eine kleine geschälte Karotte und eine halbe Zwiebel. Das wird alles zerkleinert, 5 Sekunden lang bei Stufe 5. Aus dem Teig kann man nachher ca. 3 Puffer machen. Jetzt kommt zu den Kartoffeln noch ein Esslöffel Haferflocken, ein Ei Größe M und ein Esslöffel fettarmer Joghurt. Gewürzt wird das alles noch mit Salz und Pfeffer. Dann alles nochmal vermengen, bei 4 Sekunden Stufe 5. Ein Waffeleisen mit einem Teelöffel Öl einpinseln und schön hoch erhitzen. Wer kein Waffeleisen hat, kann das auch in der Bratpfanne machen. Zu den ausgebackenen Waffeln gebe ich noch Sattmacher-Apfelmus. Das wird in einem anderen Video gezeigt. Ich wünsche dann guten Appetit, das Rezept unter Perabellas Blogspot.